um weiter nach Osten zu kommen. Okay. Die Kamera ist irgendwie falsch platziert. Das stimmt. Das ist unangenehm. Ich kann ja mal so machen. So. Okay, okay. Also auf jeden Fall, Luftballon. Können wir jetzt in der Werkstatt bauen, ne? Stimmt, ich stehe immer genau vor dem Zauber mit meiner Kamera. Naja. Es ist bei Klonk, die ist immer falsch platziert bei Klonk, habe ich festgestellt. Werkstatt ist ja hier. Stimmt, wir können einen Luftballon bauen. Für ein Metall und 5 Holz. Das erste den Klonks bekannte Fluggerät. Leider auf den Wind angewiesen. So, ich mache mal Spielstand speichern. Zack. Okay. Einmal Metall, 5-mal Holz. Wie sieht es aus? Was haben wir denn hier? Wir haben Metall. Aber haben wir auch Holz? Ja. Wie viel Holz brauchen wir jetzt dafür? Mal haben wir drin. Okay. Na dann schreinern wir mal einen Luftballon. Was ist eigentlich das nächste Spielziel? Du musst den toten Fahrer ans Meer bringen. So, jetzt haben wir das Problem. Der Wind. Wenn er in die falsche Richtung geht, wird es nämlich nicht. Ja. Aktuell ist er in die falsche Richtung unterwegs, der Wind. Den toten Mann, kann ich den mit auf den Luftballon raufladen? Oder soll ich den in die Lore packen? Was wird hier noch gesprengt? Wird hier Gold gesammelt oder was ist das hier? Steine. Alter, beim Springen, ja? Krass, oder? Ich häng fest. Platz, guck mal hier, kannst du unter mir fahren. Ja, okay, dann mach ich's halt selber. Da geht mir auf den Sack, der Fahrstuhl. Das gibt mir alles. Was ist denn das heute hier? Ein Rumgemehre, Rumgemache hier. Wir brauchen Steine. Steine sind wichtig, Mann. Die Lore ist voll. Naja, da waren zu viele Steine drin jetzt. Ja, bring nach Hause. Asrael kommt auch mit der Lore. Jetzt ist es der Wind alle. Na, ist auch cool, ne? Jetzt ist der Wind zu Ende. Ausgehaucht. Na. Und weiter. Wir hängen fest. Wir kommen auch nicht durch. Da kannst du nur warten, ne, bei Windstille. Kannst du ganz schön lange warten. Was ist das denn, Mann? Dim, dim, dim. Jetzt bläst es richtig. Ich halte mich mit fest, dass ich nicht runterfalle. In welche Richtung fliegt denn jetzt eigentlich der Wind? Ja, ich flieg mal schon mal in die Richtung, ne? Sollen wir den Mann mitnehmen? Nee, ne? Doch, ja, komm her, komm. Dann nehmen wir den Mann mit drauf hier. Aber nicht in den Fahrstuhl schmeißen. Ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass da auch mal Dinge runterfallen. Können wir den alten Mann nicht einfach in die Lore stecken? So, jetzt fliegen wir mit dem alten Mann auf dem Luftballon.
Schön stehen bleiben. Sollen wir gleich drüber fliegen? Über die Wand? Müssen wir, oder? Bleiben wir jetzt an der Burg hängen? Nö. Okay. Das geht. Ach, guck mal hier. Gerade so, ganz oben musst du hier lang fliegen. Wenn jetzt der Wind dreht, ne? Wollen wir eine Statue ausgraben? Brauchen wir nicht, ne? Ich kümmere mich einfach mal nicht drum. Okay. Verdammt, das Ding ist abgestürzt. Was? Naja, der Ballon ist abgestürzt. Du musst nun einen befahrbaren Weg durch die Felsen schaffen, damit der Wagen mit der Leiche des Farmers weiter nach Osten transportiert werden kann. Ich kann da auch nochmal nach... Achso, hier, guck mal. Hier hat man ja schon gesprengt. Ach, da unten ist auch schon ein Haus. Im Grunde ist es ja egal. Wir können ja hier einfach alles abbuddeln. Hier ist Leben. Aber die Fahne haben wir natürlich nicht mitgenommen, ne? Da ist noch eine Fahne. Ach, guck mal eine an. Hat der TLK die Fahne mitgenommen? Hat er das schon gewusst? Der wusste das schon, ne? Oh, es geht mir auf den Sack. Es geht mir auf den Sack. Chemiefabrik. Die spawnt beim Absturz. Ah, okay. Hier können wir herstellen. Und da braucht man natürlich hier normales. Ah, hier siehst du immer was normal. Aber du brauchst halt normale Bomben dafür. Und Schwefel. Ach, guck mal, Schießpulver machen die Jungs. Ah, gleich mehrere Schießpulver da unten rein. Aha. Und dann, jetzt wird die Goldstatue verkauft. Ihr könnt das ja richtig, ja. Ja, moin. Catchy. Die. Guckt ihr, jetzt hier, guckt ihr das an. Jetzt machen die da eine zeitgesteuerte Bombe rein. Richtige Profis hier. Ich beobachte es einfach mal. Ja, ne, die versuchen das da richtig einzuklemmen. Jetzt bin ich gespannt. Meine kleine Bombe, die ich hier habe, wird's nicht reißen, ne? Das macht er oben hin, aha. Damit er richtig reinwerfen kann. Und jetzt, pass auf. Genau ins Auge. Okay. So, ich packe jetzt hier mal die normale Flint rein. Und da unten ist Schwefel ohne Ende. Da haben wir Schwefel zum Ausgraben. Das machen wir mal hier, zack. Also das Ganze, das ist immer was, woran ich immer nicht denke, ne? Man kann es ins Haus einfach reinschmeißen. Das ist schon einfach so total schlau bedacht alles, ne? Und vor allem, ganz kurz mal, was ist denn das für eine Leine, die hier lang gespannt ist? Energieversorgung oder was ist das jetzt? So, Schwefel haben wir. Wir können die großen Bomben. Aber ich habe gesehen, normale T-Flints können wir da her, also normale zeitgesteuerte Flints können wir herstellen. Das muss ich alles auch noch lernen hier, wie das geht. Ja, drei so eine Dinger und dann eben mal reinsprengen. Hier, guck mal, hier. Oh. Und dann gibt es einen Krawon. Tja, da hängen wir fest. Oh, jetzt ist aber knapp. Jetzt da oben haben wir eine Kante jetzt, Wuhu. Aber mit Schwung geht das. Mit Schwung. Oh ja, was habe ich jetzt gemacht? Das war ja ein cooler Sprung. Sand anhäufen. Aha, guck dir das an.
Sand anhäufen und jetzt da hinten schön ordentlich Schießpulver rein. Wir haben 346 Gold. Irre. Hier sind auch noch zwei Murmeln, die hole ich noch. Achso, Fahrstuhl. Brauchen wir ja nicht. Ja, wir hätten natürlich schön darüber fliegen können, wenn der dumme Luftballon nicht einfach explodiert wäre da oben, ne? Teflin braucht einen Feuerstein. Der alte Mann ist auch noch... Wenn das Haus jetzt anbrennt, war, das wäre auch ein Drama. Da verbrennt es doch der alte Mann. Alter, was für ein Geräusch, oder? Was für ein Geräusch. Ey, 25 mal Teflin kannst du dir kaufen. Ohne Ende Teflin. Macht er das auch so? Macht er wieder Erde hin? Ja. Aber diesmal braucht er kein Leben. Wir könnten doch einfach hier so eine Bombe bauen, oder? Ich meine, ist das ein Problem? Mit Terraflint können wir das doch auch einfach machen, oder? Ich kann ja mal ein paar Terraflints herstellen. Aber wenn es natürlich auch so ist, viel günstiger wahrscheinlich, ne? Weil du brauchst ja diese normalen Bomben nicht. Ich hol mal gleich ein paar von den normalen Feuersteinen. Ich kaufe die mal. So, komm mal ein bisschen. Ich baue hier ein bisschen. Ich baue Superbomben. Wenn der jetzt natürlich das Schießpulver mit so einem Terraflint in die Luft jagt. Oh, braucht auch ein Superflint und zweimal Schwefel. Aha. Schon wieder alle meinen Schwefel, oder was? Oh, wa? Oder haben wir hier drin noch Schwefel? Nee. Haben wir nicht. Ist Strom. Okay. Achso, für das Chemiewerk wahrscheinlich. So, na komm. Da unten liegt schon ein Terraflint. Dann sprengen wir das. Hau ja mal meinen Terraflint da oben hin. Jetzt gibt's einen richtigen Knall. Und jetzt brauchen wir den Weg begehbar, ja? Das heißt, jetzt müssen wir mit Sand wieder auffüllen. Oder wie ist das jetzt? Ich glaube ja, ich glaube, das machen die gerade. Die holen gerade Sand, um das wieder aufzufüllen. So, Sand wäre auch noch hier. Hopp. Ich kann mal gucken. Na, okay, das klappt schon mal so nicht. Aha. Also nach unten kam, kannst du so schon mal nicht. Das war sinnlos. Eine Murmel liegt da oben. Mit Sand einfach den Weg wieder befüllen, ne? Das ist eine coole Sache. Dann machen wir einfach den hier noch. Haben wir noch einen. So. Da unten ist ja auch noch mehr Sand. Da kann man ohne Ende... Aber das ist doch schon befahrbar, oder? Wie geht's denn dann eigentlich weiter? Lass mich ganz kurz mal gucken. Was ist denn hier drüben noch? Das war knapp. Was war das denn? Okay. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich hab da was kaputt gemacht. Wollte das versuchen mit Lehm? Ja, okay, ich sehe schon Lehm. Mit Lehm rüberbauen. Oh nee, ey. Alles klar. Oh, hat da jemand Mehl gehabt, oder? Nicht anbrennen.
Das war knapp jetzt. Jetzt dachte ich schon, gleich brennt das Männchen. Das ist doch immer schräg hoch. Ja, genau. Sehr schön. Sehr sauber. Okay, wo geht's jetzt als nächstes weiter? Hier liegt eine Bombe. Die nehme ich mal nicht mit. Ich guck mir nur gerade. Ich habe ja keine Ahnung, ne? Ich guck mal eben. Was ist das für ein Geräusch? Da steht jemand. Nur wenn sie da mal schwimmen. Das macht zwar nur Sinn. Ah, okay, Klonklogik. Hallo. Entschuldigt bitte, ist das das Meer? Ja. Ist es nicht wunderschön? So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Jetzt weiß ich auch, warum mein Vater hier beigesetzt werden wollte. Euer Vater möchte ins Meer beigesetzt werden? Oh ja, eine sehr kluge Entscheidung. Es gibt kein schöneres Ende, das man für sein Leben finden kann. Ich habe dieses Ende auch gewählt. Ihr möchtet auch einmal im Meer beigesetzt werden? Nein, ich werde heute schon darin sterben. Wie meint ihr das? Ich werde mich in die Klippen hinunterstürzen. Aber um Gottes Willen, warum erzählt ihr denn sowas? Vor einigen Tagen sind meine Frau und meine beiden Kinder bei einem Brand in meiner Textilfabrik gestorben. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Nein, nein, ihr dürft nicht den Mut verlieren. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Meine Entscheidung steht für unbeirrbar fest. Nein, halt! Der arme Klonk. Aufgabe, du hast in das Meer erreicht. Bringe den Wagen mit der Leiche bis zur Klippe und stürze ihn ins Meer. Der Zauberklonk. Erstens mal, wieso ist der jetzt einfach hierher da gewesen plötzlich? Okay. Jetzt ist auch die fröhliche Musik zu Ende. Hört ihr das? Jetzt ist totale Ruhe. Ich hab noch einen Lehmklumpen einstecken. Alle drei zusammen bringen jetzt den alten Mann den Berg hoch. Ist krass, oder? Diese Ruhe auf einmal. Diese... Wie schlagartig die Musik aufgehört hat, ne? Nochmal schnell einen Brand auslösen. Das kann man schon mal machen. Stürzt ihn hinunter. Der Geist steigt empor. Papa, bist du das? Ja, mein Sohn, ich bin es. Aber du bist ja ein Geist. Ja, ich weiß. Ich bin auf dem Weg in eine bessere Welt. Samuel, Edward und ich haben dich zum Meer gebracht. Ja, ihr hättet keine schönere Stelle finden können. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Wir werden dich sehr vermissen, Papa. Ich werde euch auch vermissen. Sagt das bitte deinen Brüdern. Das werde ich machen. Viel Glück in deiner Zukunft. Und wenn du mal heiratest, dann such dir eine Blondine aus. Die sind eh die Besten. Nicht viel im Kopf, aber dafür, naja, nicht so wichtig. Mach's gut, Papa. Er schwimmt nach oben. Ah, ist ja niedlich. Das ist ja ein niedliches Ende. Viele Grüße von dem Farmer aus dem Jenseits. Ah, ist ja niedlich. Catch hat aufgegeben, hat trotzdem Punkte gekriegt. Sehr schön. Runde beenden. Das war ja wirklich, das muss ich ja mal sagen, eine sehr, sehr niedliche Runde. Wirklich sehr niedlich. Also, hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich süß.